bin auf der Epicon. Ja. Okay. Ich bin angekommen. Ich hatte mega die dumme Fahrt hierher, aber das erzähle ich alles im Fazit. Ich habe schon mega nette Leute wieder getroffen. Ich war bei Rukusari und ich war bei Lupilabe. Und ja, ich mache mir hier gerade so ein bisschen ein Bild. Mein Make-up ist leider nicht so accurate, not on point, but okay. Ihr werdet jetzt mal so ein bisschen was von der Epicon sehen und wie sie ist. Am Freitag hat es sich ja gar nicht gelohnt für die meisten. Und ja, deshalb macht euch doch jetzt einfach mal selber ein Bild.
Und ich versuche gerade, die zwei Herren aus Halo wieder zu finden, weil ich sie unbedingt fotografieren will. Und ja, ich blende euch jetzt schon mal die Fotos ein, die ich mache. Und ganz zum Schluss gibt es dann mein Fazit. Ich habe nämlich einiges zur Epicon zu sagen. Und ja, dann seht selbst. Wie versprochen, gebe ich hier jetzt noch ein kurzes Feedback zur Epicon und zeige euch sogar noch, was ich mir gekauft habe, weil das ist so wenig, das lohnt sich irgendwie nicht für ein extra Video. Man sieht mich so ein bisschen im Schatten. Okay, also mal davon abgesehen, dass ich eine mega beschissene Heimfahrt hatte, war die Epicon an sich ziemlich cool. Die Con hat auf jeden Fall Potenzial. Aber hätte ich nicht so super coole Leute dort getroffen und mich mit denen unterhalten, wäre die Con definitiv scheiße gewesen. Weil erstens mal war die Hallenaufteilung echt kacke. Also für die Händler, ich weiß nicht, also am Stand von Loopy Lovely und Rukusari war ich ja die ganze Zeit eigentlich. Fast die ganze Zeit wie so ein creepy Stalker. Und vor den ihren Ständen war einfach erstmal leere, also da waren dann ganz hinten irgendwie so Bänke und das sah einfach irgendwie, ich weiß nicht, es sah halt komisch aus. Die hatten zwar einen echt guten Platz, weil sie in der Mitte waren und gut zu finden waren, aber irgendwie sah das halt so deplatziert aus. Was aber auch daran lag, dass die mega Stress mit dem Veranstalter hatten wegen ihrem Stand, weil sie zu viel gezahlt haben und sie haben nicht das bekommen, was sie versprochen bekommen haben und lauter so Zeug. Und an sich, die Preise waren eigentlich ziemlich okay. Es ist jetzt nicht irgendwie so teuer gewesen wie auf der Frankfurter Buchmesse zum Beispiel, aber ja, also gerade die Süßigkeiten sind halt echt sündhaft teuer. Ja, ich habe ein paar coole Leute getroffen, vor allem hat es mir irgendwie Loopy Lovely angetan, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, irgendwie, ich verfolge sie ja schon echt lange auf Instagram und dann habe ich sie dort getroffen und irgendwie bin ich dann immer so um den Stand eigentlich nur noch rumgeschlichen. Aber ich habe natürlich auch wieder Rukusari getroffen und bei Kawaii Mono konnte ich leider nicht vorbeigucken, weil irgendwie, ja, bin ich auch die ganze Zeit hin und her gerannt und ich war irgendwie voll im Stress und dann habe ich da noch einen Cosplayer gesehen, den ich fotografieren wollte und da und bin hin und her gerannt und dann musste ich auch schon wieder nach Hause fahren und es war total chaotisch, aber wie gesagt, ich habe super tolle Leute dort kennengelernt und es hat so viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr mit meiner Crew hingehen kann, weil ohne meine Crew ist es natürlich nicht dasselbe. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert, aber auch die Veranstalter an sich haben gesagt, dass die Organisation echt scheiße war und der Hype war echt mega. Ich hätte mir irgendwie ein bisschen mehr erhofft, vor allem war es nur in einer Halle. Ich zeige euch aber jetzt mal, was ich mir hier noch geholt habe. Achtung, haltet euch fest, Leute!
It's so beautiful. Und zwar war ich als allererstes bei Rokusari und da habe ich mir natürlich auch etwas nicht entgehen lassen, denn sie hat etwas ganz Neues im Sortiment, das jede Liebhaberin von Meerjungfrauen gleich erstarren lässt. Oh, look at that! Isn't it beautiful? Oh my god, I love it. Sie hat die Turmbeutel gerade neu im Sortiment und ich habe ihn natürlich mir gleich unter den Nagel gerissen. Den gab es auch noch mit grünen Schuppen, aber ich bin ja eher so der Grau-Fan. Und ich liebe ihn. Ich habe ja schon einen von Loopy Lovely und den liebe ich auch mega, weil da Monde drauf sind. Aber wenn ich mich mal eher wie eine Meerjungfrau fühle, dann ziehe ich den hier an. Dann war ich bei Loopy Lovely und da habe ich natürlich als allererstes mein Long Time Must-Buy Item gekauft. Nämlich dieses Strumpfband. I love it. It's so beautiful. Moment, das ist hier irgendwie gerade so. Da sind erstens mal so Badass-Nieten dran. Wie geil ist das? Dann ein Herz und noch so Fledermausflügel. Oh mein Gott. Es sieht so schön aus. Oh mein Gott. Das hier hat jetzt 14 Euro gekostet. Der Turnbeutel, den habe ich für 25 bekommen. Und auch bei Loopy Lovely habe ich natürlich dann dieses Make-up-Täschchen mitgenommen. Akte X. Ja, okay, ich bin gerade wieder so ein bisschen drauf. Es ist ein wunderschöner Stoff. Ich liebe es, dieses Glitzer. Und es ist ganz weich. Und da habe ich meinen ganzen Kosmetik-Gedöns, Ping-Pong, bla 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 drin. Das hat 7 Euro gekostet. Und da gab es noch diesen Sticker dazu. Davon hat sie auch Kleider und Tops und T-Shirts. Aber ja, ich dachte, okay, Michelle, du darfst jetzt nicht zu viel Geld ausgeben. Vor allem, weil ich bei ihr noch ein Kleid in Auftrag gegeben habe. Und yes. Dann habe ich mir eigentlich nur noch Süßigkeiten gekauft. Es waren einmal diese Gelee-Bonbons. Die waren sehr weird. Aber die waren total lecker. Die haben noch Melone geschmeckt. Die, das sind eigentlich wie die Bubbles bei Bubble Tea. Dann noch diese Matcha-Kekse. Die waren echt very delicious. Und was ich noch nicht probiert habe, ist dieses Kaugummi. Das will ich schon sehr, sehr lange probieren. Im Geschmack Traube oder so. I don't know. Traube schmeckt irgendwie in Japan immer wie Melone. How can you explain this? Und dann noch so Chips, so Sweet Potato Chips, also Süßkartoffelchips. Und ich habe einfach allein für die Süßigkeiten habe ich über 12 Euro bezahlt. Why? Das sind Süßigkeiten. Oh, Michelle, why are you like this? Ich habe wieder so viel Geld ausgegeben. Aber ja, das war's zu meinem kleinen Fazit. Ich hoffe, euch hat das Video zu EpicCon gefallen. Schaut auf jeden Fall mal bei den Künstlern vorbei, wo ich auch war, nämlich bei Loopy Lovely, Rokusari, Kawaii Mono. Da müsst ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen, weil ich liebe einfach denen ihre Sachen und bye money. Bye bye. Ja, das war's von mir und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Sayonara!